Sollte man Gold kaufen und Nasdaq verkaufen, also den großen Tech-Index, den Nasdaq 100 beispielsweise, weil man sich sagt, naja, okay, die Party bei den Tech-Aktien ist weitgehend gelaufen und erstaunlicherweise erreicht heute der Leitindex S&P 500 ein neues Allzeithoch, der Dow Jones ein neues Allzeithoch, aber nicht der Nasdaq 100, ein bisschen ausgebremst durch die großartigen Robotaxis von Tesla, dazu gleich mehr, aber eins scheint klar, Gold hat natürlich ein paar sehr, sehr angenehme Faktoren derzeit. Erstens, die Notenbanken sind willens, die Zinsen zu senken und ignorieren dabei vor allem die Fed, die weiter aufkommenden Inflationsrisiken, also die Zinsabstände zwischen Gold und den Leitzinsen werden geringer, Gold ja unverzinst, die Leitzinsen werden runterkommen, das zumindest ist die feste Absicht der Notenbanken. Und gleichzeitig ist Gold anders als eben der Aktienmarkt ein sehr guter Hedge für geopolitische Risiken, wie sie derzeit ja gar nicht so wenig der Fall sind. Stichwort Iran, Israel und alles, was damit zu tun hängt. Wir wollen uns mal ein paar, wie ich finde, hochinteressante Grafiken anschauen, die etwas verdeutlichen, was derzeit passiert. Wir starten zunächst mal mit dem Verhältnis zu Nasdaq zu Gold und wir sehen, das ist Anfang 2024 ist der Nasdaq deutlich stärker gelaufen als Gold. Dann kam die Schwäche beim Nasdaq bis Juni, Anfang Juli hinein. Dann der Nasdaq wieder in Relation zu Gold gestiegen, aber seitdem geht es weitgehend nach unten. Und der Nasdaq ist, und das ist vielleicht überraschend, latent auch schwächer als eben der S&P 500. Deswegen S&P 500 Allzeithoch heute, Nasdaq 100 nicht. Hier sehen wir, wir sind im Grunde seit Juli auch hier in einem Abwärtstrend. Das heißt, die Tech-Werte entwickeln sich übergeordnet schlechter als der breite Markt. Und wenn wir jetzt mal uns den Goldpreis anschauen, dann sehen wir, hier sind wir in einem intakten Aufwärtstrend, den wir nochmal getestet haben. Jetzt ist die Frage, gelingt der Ausbruch aus dieser Formation? Und hier sehen wir auch, da sind wir übergeordnet jetzt in diesen kleinen Abwärtstrend, seit Gold das Allzeithoch erreicht hat, im Bereich 2680 Dollar. Also hier könnte eine Entscheidung fallen und sowohl Israel, Iran als auch das, was in China passiert, könnte hier eine sehr wichtige Weichenstellung werden. Aber kommen wir zunächst nochmal zu dem Verhältnis zwischen Gold und etwa eben dem Aktienmarkt, wenn wir den S&P 500 mal sozusagen als Stellvertreter für den gesamten Aktienmarkt nehmen, sehen wir, dass wir im Grunde seit ja, gut einem Jahrzehnt bei Gold in Relation zum Aktienmarkt in einem Abwärtstrend sind, den wir aber möglicherweise in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren nach oben brechen können, also dass das Spiel sich ändert und darauf kommt es ja letztendlich an, wenn man investiert und schauen wir uns mal den Aktienmarkt an. Seit einem Jahr, also seit Oktober 2023, hat der S&P 500 14 Billionen an Marktkapitalisierung gewonnen. Das ist deutlich mehr als etwa die Gewinne der US-Unternehmen gestiegen sind. Wir sehen jetzt, dass im dritten Quartal die Erwartungen immer weiter nach unten gesenkt werden. Aber gut, wir sehen hier vor allem Treiber, eben diese Tech-Aktien, eben eine Nvidia 173%, eine Microsoft, eine Apple, eine Google. Also die sind sehr gut gelaufen, sind aber jetzt weitgehend sehr, sehr teuer, vor allem eine Apple, die sozusagen ein einziges Produkt haben und hier mit KI-Versprechen nochmal versucht haben, den Absatz für das iPhone 16 anzukurbeln, klappt bisher nicht. Und Meta und so weiter und so fort, alle haben profitiert von dieser KI-Euphorie. Was passiert, wenn die nicht wirklich sich durchsetzen wird, wenn das nicht diese ganz große Killer-Applikation gibt, die die ganzen Firmen reich machen und Bewertungen in diesen astronomischen Höhen rechtfertigen. Klar, der Schaufelverkäufer, der die Schaufeln an die Goldsucher sozusagen, an die KI-Goldsucher verkaufte, der lebt erstmal gut, aber wenn eben die Goldsucher feststellen, wir finden zu wenig, dann kaufen sie eben auch keine Schaufeln mehr und das könnte dann eben auch das Ende sein, dieser super Erfolgsstory von Nvidia. Insgesamt sehen wir, dass dieser Bullenmarkt, wie es hier heißt, 2 Jahre alt geworden ist und dieser Anstieg von 60% ist in der 65. Perzentile
aller Anstiege, zwei Jahresentwicklungen seit dem Jahr 1954, also seit 70 Jahren. Da ist also viel passiert. Und wenn wir nochmal auf Gold zurückkommen, dann sehen wir, Gold ist ja auch deutlich gestiegen in diesem Jahr, anders als etwa das schwarze Gold, nämlich der Ölpreis. Und hier sehen wir, Gold ist in Relation zu Öl so teuer wie seit 2021 nicht mehr, oder Crude Oil so billig in Relation zu Gold wie eben seit 2021 nicht mehr, seit drei Jahren nicht mehr. Das kann bedeuten, dass vielleicht Öl ein interessantes Investment wäre, aber das hängt natürlich davon ab, wie die Weltkonjunktur läuft. Wenn die nicht gut läuft, die Ölnachfrage damit nicht steigt, dann ist Gold wahrscheinlich eben die bessere Alternative. Aber die Notenbanken, die sagen uns, hey, wir haben noch die Inflation besiegt, ist doch alles Suche, ist doch alles schick, also werden wir die Zinsen senken. Wir haben heute die Erzeugerpreise gehabt und die sind teilweise niedriger, teilweise höher ausgefallen, so seltsam es klingt, zum Vormonat niedriger, aber zum Vorjahresmonat höher. Das gleiche gilt vor allem für die Kernrate, also ohne Nahrung und Energie, und vor allem auffallend, die Vormonate oder der Vormonat wurde deutlich nach oben revidiert zum Vorjahresmonat, sowohl in der Kernrate als auch in der Headline-Zahl. Also wir sehen, da passiert etwas, und wir sehen insgesamt die sogenannte Sticky Price CPI, also das sind klebrige Preise, die sich nicht so schnell ändern, die nicht so schnell runterkommen. Da sind wir jetzt zum Vorjahresmonat wieder auf 3,9% gestiegen. Im Vormonat waren wir da noch bei 3,5% zum Vorjahresmonat. Wir sehen also, dieser Trend, der geht jetzt zumindest erstmal wieder nach oben. Das heißt, die Inflationsrisiken steigen. Das sehen wir dann auch, wenn wir uns mal zum Beispiel angucken, die Kategorien in der Kerninflation. Also jene Inflation ohne Nahrung und Energie, da sind im September 10% dieser Kategorien zwischen 2 und 4% Anstieg zum Vorjahresmonat. Das waren im August nur 8,2, also hier mehr. Und in der Kategorie mehr als 4% Anstieg zum Vorjahresmonat haben wir jetzt 38% all dieser Kategorien von vorher 34%. Wir sehen also, da tut sich was, das ist noch nicht gewaltig, aber es ist eben dieses Ende der Disinflation sozusagen. Und so lässt sich vielleicht erklären, dass die Konsumenten in den USA, weil zwar die Preise nicht mehr so schnell steigen, aber vorher so massiv gestiegen sind, sodass auch dieser langsame Anstieg immer schmerzhafter wird, für die Konsumenten weniger zu ertragen sein wird, sehen wir das etwa heute, dass Verbrauchervertrauen, die Verbraucherstimmung der Uni Michigan gefallen ist, die Inflationserwartungen nach oben gehen der Konsumenten, und diese Grafik bringt das Ganze auf den Punkt. Wir haben zwar jetzt einen Rückgang der Inflation von knapp über 9% auf 2,4%, aber die von der Uni Michigan befragten Konsumenten sagen eben auch fast auf einem Allzeithoch, dass sie schlechter dran sind als vor einem Jahr. Das heißt, die tatsächliche Lage der Amerikaner wird schlechter, auch wenn die Inflationsdynamik sich im Vergleich zu den hochinflationären Zeiten, die wir nach Corona hatten, oder sehr stark inflationären Zeiten, hat sich die abgeschwächt, tendiert jetzt aber leicht wieder nach oben. Neuer Trend? Fragezeichen. Notenbanken sagen, nö, das ist vorbei mit der Inflation, das ist kein Problem mehr, aber die Leute leiden so stark drunter, dass viele, viele Amerikaner sagen, fast auf Allzeithoch hier, diese blaue Linie, ja, wir sind schlechter dran als vor einem Jahr. Und so kommt nach meiner Auffassung alles, was sozusagen in diesem Wahlkampf eine Rolle spielt in den USA, ist das Thema Inflation respektive die so hohen Preise. Und das dürfte dazu führen, dass das, was Donald Trump hier anzukreiden hat, für die Amerikaner eben sehr glaubwürdig ist. Der verspricht, ob er es hält, ist eine ganz andere Frage, aber er verspricht, ich bringe euch die Preise runter. Seht ihr, als ich Präsident war, waren doch die Benzinpreise niedriger, da war die Inflation niedriger, und jetzt haben wir Biden und Harris, seit Biden antritt, sind die Preise um gut 20% gestiegen, ich bringe diese Preise für euch runter. Dieses Versprechen zieht bei den Amerikanern, weswegen ich glaube, dass er sehr, sehr gute Chancen hat, die Wahl zu gewinnen. Das denken inzwischen auch andere, hier etwa die Polymarket sieht eine 56% Wahrscheinlichkeit, dass Trump diese Wahl gewinnt, und auch die Aktienmärkte spiegeln das ein Stück weit. Wenn wir hier sehen, der Republican Victor
Victory Basket von Goldman Sachs jetzt deutlich besser gelaufen als der der Demokraten. Also Aktien, die von einem Demokratensieg profitieren würden, sind schlechter gelaufen als Aktien, die eben von einem Sieg von Donald Trump profitieren würden. Und jetzt sehen wir etwas, was, glaube ich, sehr bedeutsam ist. Und aus meiner Sicht zeigt, dass es die Aktienmärkte sind, die die Verbraucherstimmung überhaupt noch irgendwie hochhalten, denn respektive den Konsum, denn wir sehen, Consumer Spending respektive Personal Spending geht weiter nach oben, das heißt, es wird weiter nominell durchaus konsumiert, während die Stimmung aber immer weiter abkippt. Das ist also eine Riesendifferenz. Wie erklärt sich das? Wie kann das passieren? Und aus meiner Sicht ist das, was man eben auch in dieser Umfrage der Uni Michigan sieht, ist der Wert der Aktien, die die Konsumenten halten, massiv nach oben gegangen, eben insgesamt 14 Billionen Dollar. Da sind natürlich hauptsächlich institutionelle sind die Profiteure, aber eben auch Privatmenschen. Und in den USA ist ja der Aktienbesitz viel verbreiteter als in Deutschland, gerade auch durch dieses Aktienrentensparen sozusagen, diese 401ks. Praktisch, wo Aktien eben als Altersvorsorge viel stärker genutzt werden als in den allermeisten Ländern. Wir sehen, wie stark das nach oben gegangen ist. Und dadurch konsumieren die Leute weiter. Auch wenn sie sagen, die Preise sind absurd hoch, aber sie können es eben noch, weil ihre Aktienportfolios, das gilt für sehr, sehr viele Menschen, das Ganze noch finanzieren lassen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns den S&P 500 mal anschauen, dann sehen wir bekommen jetzt eine dreifache negative Divergenz. Sowohl MACD als auch RSI und so weiter und so fort. Wir kommen jetzt an das obere Ende einer Trendlinie. Also das wäre jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. So meinen manche vielleicht, hier diese Gewinne auch mal mitzunehmen, zumal die Kapitalmarktzinsen ja letztendlich weiter hoch sind, Geld also wieder teurer wird. Und warum wird es teurer? Weil eben ein gewisses Misstrauen da ist. Erstens vor der nächsten Regierung, wer auch immer das sein wird, Trump oder Harris, dass diese Schuldenorgie weitergeht, und zweitens vor allem, dass die Notenbanken diese Gefahren der Inflation, der Wiederkehr der Inflation nicht bekämpfen. Also hat der Markt faktisch die Zinsen angehoben, während die Fed die Zinsen senkt. Das ist sozusagen das eigentliche Spiel an den Märkten, das aus meiner Sicht hochinteressant ist. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, wir haben bei Finanzmarktwelt eine eigene Seite, die heißt Goldpreis und aktuelle Goldnachrichten, da der Goldkurs, aber eben alles, was bei Finanzmarktwelt über Gold erscheint, mit Gold zu tun hat, ist auf dieser Seite zu sehen, ist aus meiner Sicht wirklich für diejenigen, die sich dafür interessieren, ein absolutes Muss. Ich packe Ihnen mal den Link unter das Video. Und die zweite Geschichte, meine Damen und Herren, ist natürlich der zweite Teil dieses Markeflüsters, denn da wollen wir uns mal anschauen, wie großartig Elon Musk und Tesla performen heute, was an den US-Aktienmärkten los ist, was vor allem für die nächsten Tage sehr wichtig wird. Und das ist aus meiner Sicht, was morgen in China passiert und möglicherweise übers Wochenende mit Israel passiert, respektive mit dem Iran, ob da dieser Schlag der Israelis kommt. Auch diesen Link packe ich Ihnen natürlich unter das Video. Seien Sie dabei. Bis gleich. Servus, ciao.